United Nations Hauptquartier in New York herrscht ein Dilemma. Wie sind die Deutschen repräsentiert? Für Bundestagspräsident Wolfgang Thierse steht fest, unscheinbar. Und ich bin auf die Idee gekommen, nachdem ich dort gesehen habe, gefragt habe im UNO-Gebäude, was ist denn hier aus Deutschland? Nicht andere Länder haben da ein Gemälde, ein Wandteppich. Ich fragte, und was ist aus Deutschland? Irgendwelche Sitzmöbel, denen man nie anmerkte, woher sie kommen. Und da kam ich auf die Idee, hier muss doch die Mauer her, hier muss so ein Stück Mauer nach zu den Vereinten Nationen. So ist die Geschichte entstanden. Während in Berlin nichts mehr den Schrecken der Teilung der Stadt in Sektoren erkennen lässt, während die Mauer aus dem Stadtbild und der deutschen Geschichte eliminiert wird, sollen Segmente der Hinterlandmauer Deutschland bei den Vereinten Nationen repräsentieren. Das Symbol der Teilung der Welt als Repräsentant des deutschen Volkes. Der Betrug an der Geschichte reißt mit. Heute tragen die ehemals dreckig-grauen Betonsegmente Kani Alawis Motiv der Berührung und Kitty Sidneys Herzen blicken in den ehemaligen Osten. Diese Bemalung ist neu. Sie entstand zur Rettung der Mauer vor dem Abriss durch deutsche Staatsbehörden nach der Wende 1989. Nur unbemalte Segmente können die Teilung andeuten. Bunte Motive verharmlosen und lenken von der damaligen Konkretheit des Kalten Krieges ab. Wolfgang Thierse aber handelt privat. Er folgt momentanen Eingebungen und verschenkt an sich wertlosen Beton. Zusätzlich sind diese Mauersegmente nicht einmal Eigentum der Stadt Berlin oder des Bundes. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass die Mauer plötzlich einer einzelnen Person gehört. Das verstehe ich nicht, aber das ist sozusagen eine ganz private Bemeinung. Und es gab die Weisung auch nach der Einheit, nach dem 3. Oktober 1990, dass alles, was mit Mauer im Zusammenhang steht, abzureißen ist und der ursprüngliche Zustand des Geländes wiederhergestellt wird. Mit einer Ausnahme. Es kann das stehen bleiben, was einen neuen Rechtsträger, einen neuen Eigentümer bekommen hat. Und sie werden Reste der Berliner Mauer in der Stadt stehen, als Schallschutzwände, als Objektbegrenzung, Fabriken und Höfen. Und hier an diesem Potsdamer Platz ist die Mauer, diese Hinterlandmauer, dem Privatmann Erich Stahnke in Rechtsträgerschaft übergeben worden. Die Mauer, aber nicht Grund und Boden. Im Übrigen bin ich dankbar, dass Herr Stahnke nun also begrüßt, dass dieser mein Vorschlag aufgenommen worden ist und dass wir den Vereinten Nationen ein Stück Mauer schenken können. Das war das Symbol der Teilung der Welt. Und das hat die Vereinten Nationen 50 Jahre bestimmt, diese Teilung der Welt. Und deswegen gehört das dorthin. Am 27.01.1999 fand eine Gerichtsverhandlung statt in Berlin, wo noch einmal per Gerichtsurteil Erich Stahnke, die hier an dieser Stelle stehenden Mauerteile als sein Privateigentum bestätigt wurden. Und dieses Gerichtsurteil ist gültig. Das Land Berlin, was damals die Eigentümerschaft angezweifelt hat, hatte diesen Prozess verloren. Die Bedeutung der Mauer für Berlin, für Deutschlands Hauptstadt, wird deutlich, wenn man bedenkt, wie mit diesem Symbol der Teilung in der Pleitenstadt umgegangen wird. Sie verrottet nicht nur an der denkmalsgeschützten Eastside-Galerie, sondern auch an allen anderen Standorten. Während die Stadt die Mauer aus dem Stadtbild entfernt, kämpfen engagierte Künstler für ihren Erhalt. Sie machen auf die verrottenden, unscheinbar und isoliert herumstehenden Mauerteile aufmerksam, indem sie den Mauerbeton bemalen und mit Künstleraktionen gegen den Abriss kämpfen. Dadurch fallen die Mauerfragmente erst wieder ins Augenmerk der vielen Touristen, die auf den Spuren der Vergangenheit Berlin bereisen. Aber was sehen sie? Nirgendwo in Berlin existiert ein Teil vollständig erhaltene Grenzanlage. Sie sehen nur beziehungslose Elemente dieser ehemals komplexen Anlage. Hier ist es ein Lampenmast. Dort sind es wenige Segmente der Hinterland- oder der Vorderlandmauer. Nirgendwo existiert ein erhaltener Grenzübergang. Das komplexe Grenzsicherungssystem aus doppelten Mauern, Bunkern, Wachtürmen, Panzersperren, Höckersperren, Signaldrähten und Wachpersonal
Videoüberwachung. Nichts in der Stadt lässt den Schrecken und die Abschreckung dieses Systems erkennen.